Ein Wunder. Das größte Wunder, was es gibt auf der Welt. Das ist sehr schwer zu beantworten, weil natürlich die Bedürfnisse von Müttern und Kindern bei diesem Ereignis ja erst in den letzten 20, 30, 40 Jahren uns bewusst worden sind. Und da gibt es inzwischen ja ganz viele Untersuchungen aus der pränatalen Psychologie, wie sollte eine, unter Anführungszeichen, gute Geburt sein. Eine gute Geburt kann auch ein Kaiserschnitt sein. Eine gute Geburt heißt, dass dieses unglaublich starke, einmalige Ereignis im Leben einer Frau begleitet werden sollte durch Menschen, die mit Liebe und in der Kraft dabei sind, um zu stützen. Weil dadurch, dass da die Frauen während der Geburt nicht allein gelassen werden, ist es das so, dass die Frauen über die Hebamme und über den Arzt immer wieder erfährt, sie schafft es. Sie wird ermuntert, über diese Grenzen zu gehen. Es gibt ja Geburtserlebnisse, wo mir die Frauen von Bildern berichten, wenn es sehr lang war und recht anstrengend war, dass sie gesagt haben, ich war auf einer Gratwanderung. Links war das Leben und rechts war der Tod. Und das darf man gar nicht laut sagen, weil es manchen Menschen vielleicht sogar Angst macht, aber in diesem Zwischenreich geht die Frau ihren Weg zu ihrem Kind und zum Muttersein und findet da ihre ganze Kraft, wenn sie das erlebt und wächst hinein in diese unendliche Liebe, die über viele Hormone, vor allem aber auch über das Oxytocin, den Frauen und den Kindern zukommt. Diese unglaubliche Liebeskraft, die so viel Vertrauen dann mitbringt. Ein gesundes Maß finden in der heutigen Zeit. Da kann ich nur zurückgehen in meine eigene Kindheit. Und man kann vielleicht ein bisschen was von dem, was wir in der, ich bin jetzt 80, was wir vor 50, 60 Jahren noch leben haben dürfen als Kind. Und das heißt Geborgenheit, Freiheit, Anregungen, nicht nur von Menschen, sondern auch von der Mutter Natur. Ich erinnere mich, dass es so einen Unterschied gibt zwischen dem, was Kinder vor 50, 60 Jahren erlebt haben. Und mir fällt ein, dass mein kleiner Neffe im Kinderwagen unterm Zwetschgenbaum gestanden ist und mit den Blättern geredet hat, weil der Wind ist da durch und der hat sie bewegt, die Blätter, und er hat mit den Blättern dieses Baumes geredet, gelacht und geredet. Und dazu braucht es einen Schutzraum, einen Schonraum, weil wenn ich heute sehe, was beschäftigt die Kinder im Kinderwagen? Da gibt's einen Strick, der ist gespannt von einer Seite zur anderen
Und da hängen ganz viele verschiedene Klangkörper dran. Und das heißt, wenn das Kind sich ein kleines bisschen bewegt, fängt es an zu springen, gibt Geräusche von sich und das Ganze 20, 30 Zentimeter vor den Augen. Und wir wundern uns, dass die Kinder nicht zur Ruhe kommen, dass sie so unruhig sind. Ja, so ist es. Und die Kinder in Ruhe lassen. Die spielen mit sich selber. Die spielen mit der Mutter Erde, die spielen mit sich selber. Ich habe in Heiligenblut oben die Idee gehabt, man könnte ja doch Kinder und Eltern versorgen mit Hängematten. Und man zeigt ihnen im Wald den kleinen Bach, die Quelle, und man kann für die Eltern Hängematten aufspannen. Und die Kinder wären in der Nähe und doch nicht ganz dicht, sodass sie die Freiheit haben, zu schreien, zu spielen, laut zu sein, was zu bauen, das wieder kaputt zu machen und sich schmutzig zu machen, von oben bis unten. Wenn man solche Angebote initiieren würde, bin ich sicher, dass die Eltern sehr erfreut feststellen, dass die Kinder, die sich richtig ausgespielt haben in der Natur, in der Nacht schlafen. Am Tag nicht nerven. Ich habe in Heiligenblut oben die Idee gehabt, man könnte ja doch Kinder und Eltern versorgen mit Hängematten. Und man zeigt ihnen im Wald den kleinen Bach, die Quelle, und man kann für die Eltern Hängematten aufspannen. Und die Kinder wären in der Nähe und doch nicht ganz dicht, sodass sie die Freiheit haben, zu schreien, zu spielen, laut zu sein, was zu bauen, das wieder kaputt zu machen und sich schmutzig zu machen, von oben bis unten. Wenn man solche Angebote initiieren würde, bin ich sicher, dass die Eltern sehr erfreut feststellen, dass die Kinder, die sich richtig ausgespielt haben in der Natur, in der Nacht schlafen. Am Tag nicht nerven. Wir sind ja sehr in der Gefahr, den Fernseher als Märchenerzählersatz zu benutzen, und die Kinder sind halt dann wirklich auch entfremdet, weil zu dem Märchen gehört ja auch dazu, ich setze mich auf den Schoß von meiner Mama. Sie haltet mich. Ich höre sie nicht nur, sondern ich rieche sie, ich sehe sie, ich genieße die Nähe, ich kuschel mit ihr. Ich werde es mein Leben lang nicht vergessen, dass das bei uns in der Familie alles möglich war. Ja, das wäre die Lösung. Die haben es begriffen. Ganz sicher, weil ich vertraue den Kindern. Und ich vertraue darauf, dass wir, wenn es noch anstrengender wird, und das glaube ich, dass es anstrengender wird, dass wir füreinander wieder mehr da sein. Ja, also das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe mich ja seit Jahren damit beschäftigt, intensiv. Ich habe ja auch die Trauerbegleiterausbildung beim Dr. Kanakakis gemacht. Das Ende des Lebens. Ich tue mir leicht, weil ich glaube ans ewige Leben. Und ich weiß ganz einfach, dass es keinen Tod gibt, es gibt nur Übergänge. Und das, was ich glaube, ist, ich habe mir alles selber ausgesucht.
Und wenn ich oben auf der Hütte gewesen bin und mir manchmal gedacht habe, wie ist es möglich, anderen geht es so gut, finanziell klappt es, ansonsten erfüllen sich die Wünsche im Leben und warum tue ich mir so hart? Und da habe ich dann eines Tages festgestellt, ich bin hier auf der Welt und es ist eine Schule. Und es gibt ganz viele Aufgaben für mich, die ich mir selber ausgesucht habe und die mich aber stärken, weil ich habe offensichtlich, bevor ich hierher gekommen bin auf der Welt, sagen wir einfach mal, da bin ich gefragt worden, da gibt es jetzt noch ein paar ganz schwere Aufgaben, wärst du bereit, das zum Übernehmen? Und ich habe natürlich laut ja geschrieben und dann ist dieses, bin ich hierher gekommen und habe dieses Leben angefangen und da war dann einfach alles drinnen, was ich für meinen Beruf brauche. Das heißt, ganz eine schwierige Schwangerschaft mit meiner Mutter, ein gestorbener Zwilling im Bauch, der sich aufgelöst hat, wo ich ganz lange nicht gewusst habe, dass wir zu zweit waren. Dann eine Frühgeburt, dann große Einsamkeit, weil meine Mutter so depressiv war. Also lauter schwere Sachen, die mich aber unglaublich gerüstet haben für meinen Beruf. Weil als Hebamme muss ich verstehen, wie es den Kindern geht im Bauch. Als Hebamme muss ich wissen, wie es den Frauen geht und den Männern. Und wenn ich das selber nicht alles erlebt hätte, hätte ich das nur im Kopf gewusst. Aber das Wissen um die großen Probleme, die großen Schwierigkeiten, wäre nicht aus dem Herzen gekommen. Und dadurch, dass ich das alles erleben habe dürfen, das war mein Reibebau, bin ich in die Kraft gekommen und konnte mich zur Verfügung stellen. Gut, Erika, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte.